So wie hier in der Grazer Naglergasse bieten die insgesamt 15 steirischen Lehrlingshäuser in allen Regionen des Bundeslandes Unterkunft, Lernunterstützung, Freizeitmöglichkeiten und vieles mehr für bis zu 15.000 Lehrlinge pro Jahr. Seit die Wirtschaftskammer die Internatshäuser vor 9 Jahren einer professionellen Betriebsgesellschaft übergeben hat, hat sich die Leistungsbilanz stetig verbessert. Jetzt hat man als einer von wenigen Betrieben mit Landesbeteiligung sogar einen deutlichen Überschuss erwirtschaftet. Wir sind sehr, sehr stolz. Das gesamte Team um Direktor Kremser in den gesamten Landesteilen hat 152.000 Euro plus gemacht, obwohl wir mit dem Land in unserer Budgetvorschau 239 Abgang präliminiert haben. Gott sei Dank brauchen wir es nicht und ich glaube, es ist auch ein guter Beitrag zur Budgetsituation, wenn das Unternehmen, der Unternehmer und hier die Lehrlingshausgesellschaft also auch vorbildlich arbeitet. Möglich wurde dieser Erfolg nicht zuletzt durch Einnahmen, die durch die Öffnung der Lehrlingshäuser für Jugendliche aus anderen Bereichen erzielt wurden. Das heißt, dass wir auch Partnerschulen einladen, ihre Jugendlichen bei uns unterzubringen. Hier haben wir sehr gute Erfahrungen in Bad Rackersburg, Eigen oder Hartberg, wo eben diese Jugendlichen bei uns wohnen und die angrenzenden Schulen besuchen. Für die Lehrlinge bieten die Internate neben Unterkunft und Lernunterstützung auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Dazu kommt, dass mit dem Projekt Anders Essen durch eine radikale Umstellung des Speiseplans seit 5 Jahren auch großer Wert auf gesunde Ernährung gelegt wird. Hier konnten wir zum Beispiel den Gemüseanteil um 140% steigern. Wir konnten den Fettanteil um 50% reduzieren. Und es ist gesamt, es wird von den Jugendlichen wesentlich besser angenommen als vorher. Trotz sinkender Geburtenraten ist man bei den Lehrlingshäusern auch für die Zukunft optimistisch. In den kommenden 4 Jahren werden die teils in die Jahre gekommenen Internate um rund 40 Millionen Euro renoviert.